So, nun willkommen zurück zu Let's Play Geheimakte Tunguska. Ich habe jetzt mal ganz fix ein klein wenig in die Lösung geschaut. Wirklich nur ein klitzekleines bisschen. Und zwar habe ich, wir haben doch da vorhin die Baumrinde. Hier links. Moment, dort, genau. Und wir sollten, ich glaube, mit dem Spaten war das, genau, das Stückchen Fällen lösen. kann ich den Baum damit bestimmt nicht. Ich beschränke mich lieber gleich auf die Rinde. Jawohl, Baumharz, okay. Ziemlich klebriges Zeug. Gut, und ich glaube, mit der Baumrinde Ein riesiges Stück Baumrinde. können wir das machen, was ich immer mit den Holztrümmern da machen wollte, und zwar bei der Tränke. Also ich habe jetzt wirklich nur geguckt, dass wir hier dieses Stück machen müssen, und jetzt weiß ich wieder nicht weiter. So, was haben wir hier? Baumharz? Ziemlich klebriges Zeug. Ach so. Wenn ich das Zeug anfasse, bekomme ich es nie wieder von den Händen. Ja, das stimmt, das klebt wirklich sehr eklig. Wollen wir es mit der Tasse? Ah, okay, Tasse mit Harz. Da ist Baumharz drin. Ja, was du nicht sagst, Nina. Gut, ich probiere jetzt erstmal schnell, ob das mit der Baumrinde geht, was ich vor. Ja. Oder die legt es doch jetzt da so rum, oder? Genau, das wollte ich die ganze Zeit mit den Kistentrümmern machen. Ja. Okay, jetzt können wir den Stöpsel lösen und dem Viech endlich was zu trinken geben. Oh. Das arme Tier säuft ja, als ob es kurz vorm Verdursten gewesen wäre. Oh, das war es bestimmt auch. Oh Gott, das arme Viech, ey. Ein schönes Tier. Gut, das hatten wir. Gut. Ein bisschen Wasser vielleicht noch? Da ist ein Deckel in der. Nee, nicht. Okay, dann vielleicht hier, meine ich. Ah, okay. Gut. Haben wir da jetzt auch ein bisschen Wasser? Und irgendwie rödelt mein PC gerade ein wenig. So, vielleicht. Und jetzt die Tasse vielleicht drauf. Ja. Oh, die sieht aber sehr schwarz aus. Und wie lange müssen wir jetzt warten? Oder können wir die gleich nehmen? Ah, cool. Durch Okay. das Erhitzen haben sich Wasser und Harz vermischt. Das Harz ist jetzt relativ flüssig und warm. Okay. Mal gucken, wofür wir das brauchen. Ach, klar. Mensch, natürlich. Oh, ich bin ja so doof. Damit können wir das Pergament, die Schnipsel da retten. Ach so, ich dachte, wir sollen die Medizin für den Mann anbrauen und nicht jetzt erstmal hier eine Mixtur um das Pergament-Dings. Hä? Wie kann ich das jetzt doch nicht anwenden? Vielleicht noch ein bisschen Wodka dazu. Okay, war das jetzt doch nicht logisch, dass man das irgendwie da einschließt? Hätte ich jetzt so gedacht. Mal so ganz nebenbei. Oh. Verstehe ich nicht. Vielleicht nochmal draufstellen? Nee, jetzt geht's ja auch gar nicht mehr. Vielleicht können wir das Gitter daraus wieder mitnehmen. Ja. Okay. Vielleicht brauchen wir das nämlich hier drinnen. So. Nee. Können wir. Doch, können wir wieder draufstellen. Und. Aber wozu brauchen wir das für die Tasse? Nee, wieso macht sie das denn jetzt eigentlich nicht? Oder will sie da was? Was? Da sind noch Pergamenten. Nee, ja klar. Ich bin jetzt doch wieder ein bisschen. Boah, wenn das so weitergeht, sollte ich vielleicht doch ein bisschen mehr in die Lösung schauen. Aber ich will das Spiel ja auch so schaffen, ne? Wieso macht sie dieses flüssige Harz jetzt nicht da drauf? Durch das Erhitzen haben sich Wasser und Harz vermischt. Das Harz ist jetzt relativ flüssig und warm. Ja.
Ja, Mensch, das verstehe ich jetzt aber nicht. Huch. Nee, okay. Und mit dem Nussknacker wird ja auch nichts sein. Okay, warum machst du das denn nicht, Mädchen? Die Pergamentschnipsel sind so stark durch das Feuer beschädigt, dass sie... Ja. Aber warum machst du das nicht? Oder müssen wir noch ein bisschen umrühren? Nee. Das ist auch Quatsch. Nee, dann gucken wir nochmal draußen. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr Harz oder so. Da, Baumharz. Vielleicht noch ein bisschen mehr? Nee, das geht da gar nicht mehr. Oder mit der Schere. Oder noch ein bisschen auf dem Löffel. Ach, der Baum selber und Baumharz. Ziemlich klebriges Zeug. Ja, das wissen wir momentan schon. Und was ist mit dem Ketchup? Hey, willst du dich vielleicht einsauen damit? Wäre mal eine Abwechslung. Du könntest deine Hosen dreckig machen, Schatzi, denn da liegen neue Hosen. Wären vielleicht ein bisschen zu groß, aber wäre mal was Neues. Aber ich hätte jetzt gedacht, Mann, das war doch so ein toller Gedanke, oder nicht? Oder? Dass wir das Harz jetzt nehmen und damit die Pergamentschnipsel. Aber warum macht sie das denn nicht? Warum? Da fasse ich nicht rein. Ja. Aber was anderes drauflegen konnten wir ja auch nicht. Das Zeug stinkt bestialisch. Ja, da ist Schwefel. Das hatten wir auch. Und was ist mit dem Enzian? Den können wir da auch nicht mitmischen. Nee, das ist ja auch nicht für die Medizin. Das ist ja für das Pergament. Also das, was davon übrig ist. Vielleicht nochmal ein bisschen Wasser? Nee. Vielleicht ein bisschen Wodka dazu schütten? Nee. Gut, ich weiß gerade wirklich nicht weiter, brauchen wir ein paar Tierhaare. Oh. Was? Ganz ruhig, Brauner. Oh, okay. Rentierhaare. Müffeln ein bisschen, sind aber relativ weich. Kannst du mal sehen. Okay, die packen wir jetzt aber nicht in die Tasse, oder? Och nö. Ach, mit dem Faden? Hä? Was, wozu das denn? Wollen wir einen Besen basteln oder was? Wenn ich den Kochlöffel durch den Bindfaden... Ja, das klappt. Einen Pinsel. Ach so. Ach so. Ich dachte, die würde jetzt aus der Tasse das flüssige Harz einfach nur drüber kippen. Aber sie möchte bestimmt... Wir müssen bestimmt die einpinseln. Ja, ach gut, jetzt geht's weiter. Juhu, endlich! Wenn ich das Harz ganz vorsichtig über die Pergamentschnipsel streiche. Es hat geklappt. 5 Teile Quell des Lebens, 2 Teile Wurz der Tränen, 1 Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider nicht dabei. Genauso wenig, wie die einzelnen Bestandteile zu bekommen sind. Okay, das ist aber ein Rezept. Gut. Dann können wir es doch bestimmt da immer wieder lesen, oder? 5 Teile Quell des Lebens, 2 Teile Wurz der Tränen, 1 Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider nicht dabei. Gut, okay. Die Wurzeln, würde ich sagen, sind vom Enzian. Aber wo wollen wir das jetzt eigentlich reinmischen? Weil jetzt haben wir ja wieder sehr, sehr wenig. Wir haben ja jetzt auch keine Schüssel. Und die Tasse haben wir ja jetzt auch nicht mehr. Also wo mischen wir das jetzt drin? Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Wasser. Dann die paar Wurzel hiervon. Und
was war das Blut irgendwas vom der Nacht oder so ähnlich? Sie hat doch gemeint, die Tomaten-Nachtschattengewächs hier so. Und wir haben aber Ketchup. Ich lese es. Nee, Moment, wir haben noch Streichhölzer. Nee, ich lese es mir noch einmal durch. 5 Teile Quell des Lebens, Wasser. 2 Teile Wurz der Tränen, 1 Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches. Eins, was das Ganze be- 3 Teile Tropfen des Rausches, das wäre der Wodka. Das heißt, ja, aber, oder wollen wir das da in das Loch packen oder was? Weil wir haben ja jetzt nichts, wo wir das reinmachen können. Einfach da rein jetzt, oder wie? Wir haben doch keinen Behälter. Der gescheiterte Versuch, was ja. soll ich mit... Nee, oder können wir das jetzt irgendwie kombinieren? Rezept. Ja, wir brauchen doch einen Topf oder eine Schüssel. Boah, also das Spiel wird momentan immer ziemlich kniffliger, finde ich. Ich meine, es kann ja sein, dass ihr das immer zu Hause super schnell löst. Das Fass ist jetzt leer. Oh, na du hast aber fix... Brauner. Hohoho. Ach, okay, das Fass ist leer. Können wir den Stöpsel irgendwie... Nee, den Stöpsel haben wir ja gar nicht, ne? Sonst hätte ich gesagt, können wir es vielleicht da reinmischen? Nee. Aber wir haben ja jetzt auch... Ich hätte jetzt bitte gerne irgendwie einen Topf oder eine Schüssel. Irgendwas, womit wir das anrühren können. Ich könnte... Oh, was? Ich dachte, sie sagt dasselbe. Ich könnte damit die Zwiebel auspressen, aber da läuft mir dann der ganze Saft daneben. Ja, okay, damit geht das schon, aber wir haben trotzdem immer noch keinen Behälter. Wo kriegen wir einen doofen Behälter her? Ewenke. Oder Ewenke. Oder Ewenke. Hilf uns bitte. Väterchen, ich brauche deine Hilfe. Medizin. In dem Zustand werde ich kaum mit ihm... Nein, gut, das hatten wir ja sowieso auch alles schon. Ich möchte bitte einfach nur diese Schüssel da nehmen, verdammt nochmal. Das kann doch wohl nicht so schwer 5 sein. 5 Teile Quell des Lebens. Wasser. 2 Teile Wurz der Tränen. Enzian. 1 Teil Blut der Nacht. Die 3 Tomate. Teile Tropfen des Rausches. Wodka. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider nicht ab. Mit dem Wind vereinigen? Was heißt das? Vielleicht irgendwie mit dem Rauchen, wie wenn wir es anzünden oder was? Das ist doch alles... Oder wollen wir die Feuerstelle jetzt ein bisschen einheizen? Ah, okay. Dann machen wir an. Oder können wir jetzt erstmal die Sachen drauflegen? Nee, dann machen wir erstmal an. Ah, dann wird es zumindest erstmal wieder schön warm hier drin. Können wir das jetzt irgendwie... Aber das läuft doch überall hin, Mensch. Wir brauchen doch einfach irgendeinen Behälter. Und wo ist unsere Tasse? Die könnten wir jetzt übrigens sehr gut gebrauchen. Ha. Und ich glaube nicht, dass sie das Fass oder die Tränke oder irgendwas hier wieder mitnehmen würde. Wenn ich weiterhin so liebevoll für die Tiere sorge, werde ich mich vor Beitrittsangeboten von Naturschutzorganisationen bald kaum retten können. Das Fass ist jetzt leer. Ach so, nee, das hatten wir ja. Boah. Also ich sehe hier nirgendwo einen Behälter. Bei dem Baum können wir ja auch nichts mehr machen. Anzünden. Muhaha. Nee. Alter, das nervt dann doch ein kleines bisschen. Also mit dem Wind vereinigen. Ich denke mal, damit ist gemeint, wenn es zu Rauch wird. Also dann doch eben beim Feuer. Aber... Ich finde, trotzdem brauchen wir ein Gefäß, wo wir ein bisschen Wasser reinmachen, ein bisschen Wodka, ein bisschen Tomate und diesen Enzian. Aber wir haben doch hier... Da drin war ja auch nur der Müll. Nee. Das ist dann jetzt doch... Oh, ich möchte nicht, aber ich glaube, es läuft darauf hinaus,
dass ich dann doch wieder in die Lösung gucken muss. So ein Ding, was aus etwa 3 Millionen... Ja, das hatten wir doch alles. Der alte Mann sieht wirklich gar nicht gut aus. Allein komme ich hier nicht weiter. Und wenn er nicht bald seine Medizin bekommt... Ja, wir wollen die doch mischen. Ich gebe mir doch Mühe. Und da stand jetzt auch nichts, Mann. Ach, das ist aber auch doof. Gut. Nee, wir wollen dann nur wieder was rauf machen. Ah, oh, Mann. Ist das ätzend. Nein. Anscheinend will der Alte nicht, dass ich diese Statue mitnehme. Gut, nein, das hatten wir auch. Nein, okay. Tut mir leid, aber ich komme gerade wirklich nicht weiter. Ich finde, wir bräuchten ein Gefäß und ich finde hier einfach keins. Unsere Tasse ist weg. Das wäre jetzt eigentlich super gewesen, hätten wir die Sachen reinfüllen können. Aber sie ist weg. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder ob wir eigentlich... Oder ob wir halt irgendwo anders... oder ob wir irgendwo anders was übersehen haben. Puh. Nee, ich glaube, ich mache dann jetzt nochmal eine kurze Pause. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, ich weiß dann weiter, wie das mit dieser Tasse, also mit dem Gefäß geht, wie wir dann die Medizin anmischen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank nochmal fürs Schauen. Bis dann. Tschüss.